Hallo und herzlich willkommen im Keller und jetzt wollen wir mal diskutieren, wie viel Naturschutz braucht das Land, beziehungsweise, um es mal anders zu formulieren und zwar ganz konkreter, wie viel Totalreservate braucht das Land, wie viel Wildnis, wenn man es so nennen möchte, geschützte Wildnis, braucht Deutschland. So, erstmal kurz zu der Begriffsdefinition. Wir haben also Wirtschaftswald auf der einen Seite und wir haben diverse verschiedene Schutzgebiete auf der anderen Seite. Die meisten dieser diversen verschiedenen Schutzgebietkategorien schließen eine gewisse Bewirtschaftung des Waldes nach wie vor mit ein. Beispiel ein Schutzwald in den Alpen. Der ist am Hang. Da wird nur sehr wenig forstwirtschaftlich getan, weil der Wald als solcher immer schön geschlossen bleiben soll, um zu verhindern, dass da zum Beispiel ein Murengang, also eine Schlammlawine oder eine Lawine, also das Standardding, auch Schnee, runterkommt oder sonstige Geröllstürze oder sonst wie einfach den Hang stabilisieren. Der Boden am Hang soll bitte am Hang bleiben und nicht unbedingt ins Tal rutschen, um es vorsichtig auszudrücken. So ein Wald ist ein Schutzgebiet, wenn man das so möchte, aber der kann schon noch forstwirtschaftlich genutzt werden. Einzelne Bäume dazu entnehmen, die besonders wertvoll sind, ist möglich. Muss man schonend machen, geht aber. Anderes Beispiel, Trinkwasserschutzgebiet. Das schränkt die forstwirtschaftliche Nutzungsfähigkeit eigentlich nur geringfügig ein. Man darf da keine Kahlschläge zum Beispiel machen, weil das den Grundwasserstand verändern kann. Aber Kahlschläge machen wir in der Regel sowieso nicht mehr, bis auf einige Idioten, die das noch nicht kapiert haben. Aber der Großteil macht das eh nicht und damit schränkt es die Nutzungsmöglichkeiten auch kaum ein. Also das sind die anderen Schutzgebiete, zwei Beispiele dafür. Die sind nicht weiter dramatisch, die kann man meinetwegen auch durchaus an der einen oder anderen Stelle durch noch ein bisschen ausweiten, würde wahrscheinlich keinen großartigen Schaden anrichten. So, und jetzt gibt es, und die sind der springende Punkt in diesem Video, die sogenannten Totalreservate. Da ist quasi alles, was da an Wald, wir sprechen immer nur von Wald im Rahmen dieses Videos, gilt natürlich auch noch für andere Landesflächen, wo man das wieder separat diskutieren kann, aber zumindest was den Wald angeht, haben wir in so einem Totalreservat keinerlei Möglichkeit der forstwirtschaftlichen Nutzung. Das soll heißen, so ein Wald sieht keine Axt mehr, um es mal gut bürgerlich auszudrücken. Allerdings darf da dann auch keiner vom Weg runter und in diesem Wald darf quasi überhaupt nichts passieren. Man könnte also das so formulieren, man gibt der Natur ein Stück Land zurück, wo sie machen kann, was sie möchte. Also das hat drei Konsequenzen, weshalb das sinnvoll sein kann. Und zwar erstens, es gibt einen ganzen Haufen viel mehr Totholz. Zweitens, es gibt störungsfreie Rückzugsräume für verschiedene Tiere und ja theoretisch auch Pflanzen. Auch die kann man stören, wenn man da unten drüber trampelt zum Beispiel oder eine Wiese mäht. Aber wir sind ja im Wald, da gibt es kein Mähen. Und drittens bedeutet das halt eben auch, erheblich längere ungestörte Lebenszyklen der verschiedenen im Wald vorkommenden Organismen. Und das ist wichtig. Alles drei. Denn erstens mal Totholz. Totholz ist ein wesentlicher Lebensraum für Millionen und Abermillionen von kleinen Lebewesen bis Kleinstlebewesen. Also verschiedene super seltene Käfer und Insekten, Spinnentiere und sonstigen Krempel. Auch ein Haufen Pilze, die nicht so besonders häufig sind, sind darauf angewiesen, dass eine gewisse Menge an totem Holz im Wald rumliegt. Oder wenn man jetzt sogar noch größere Tiere mit einbeziehen möchte, wie so ein Specht, dann sollte dieses Totholz da nicht nur rumliegen, sondern auch rumstehen. So, liegendes Totholz zu haben, ist im Wirtschaftswald auch schon gar nicht mal so schwierig. Man schafft es ja eh nicht immer, jeden vom Wind umgeworfenen Stamm da rauszukriegen und dann lässt man ihn halt liegen. Kostet nicht so viel Geld, ist nicht so schlimm, lässt sich relativ gut realisieren. Bei stehendem Totholz sieht die Sache ein bisschen anders aus, weil das birgt immer eine gewisse Gefahr, dass in dem Moment, wo man dann nebendran den Baum fällt, weil der schön gerade gewachsen ist und einen wertvollen Stamm eben entsprechend hat, der irgendwie ungünstig fällt, an den Toten dran stoßt und der Tote, der verhält sich völlig unnormal, wenn man ein normales Umfallverhalten von Bäumen gewöhnt ist als entsprechender Fachwaldarbeiter.
Forstwirt, ist der Fachbegriff natürlich. Und das bedeutet, der kann in alle Richtungen fallen und da kommt es nicht selten vor, dass da dann halt eben mal wieder jemand ums Leben kommt. Außerdem, man kann da in solchen Fällen auch nicht so wirklich mit der Maschine arbeiten. Ja, wir mögen die Harvester alle nicht, das sind große, laute, schreckliche Bestien, aber sie retten immerhin Menschenleben. Und zwar die desjenigen, der da drin hockt. Was ein Harvester schafft, wo derjenige, der drin hockt, halt eben wirklich nicht gefährdet ist. Das ist ein richtig toller Stahlkäfig, da kann auch ein Baum drauf fallen, dann passiert dem immer noch nichts. Kann er halt locker mal eben 5 Motorsägen schwingende Forstwirte entlasten und die sind dann halt alle eben entsprechend nicht in Lebensgefahr, wenn sie in der Nähe eines sogenannten Witwenmachers, stehendes Totholz ist gleich Witwenmacher, am Arbeiten sind. Das ist also schon durchaus ein bisschen kritisch zu betrachten. Natürlich, es gibt immer bessere Schutzvorschriften, Schutzausrüstung und so weiter und so fort, aber ja. Und eben der Punkt mit der Maschine, die viele Menschenleben rettet, gilt da dann gar nicht, weil man kann eben aufgrund dessen, dass da ja so ein toter Baum rumsteht, da nicht mit der Maschine arbeiten, das ist nicht präzise genug. Da müssen dann halt schon die Experten mit der Motorsäge entsprechend hin und sind dann tatsächlich in Gefahr. Und das ist außerdem erheblich teurer als mit der Maschine. Also stehendes Totholz im normalen Wirtschaftswald, das kostet immer Geld. Muss man halt eben auch berücksichtigen und wissen. Stehendes Totholz hingegen im Totalreservat stört überhaupt niemanden und hingegen steigt dadurch die ohnehin schon erheblich höhere Artenvielfalt nochmal ganz gewaltig an. Denn warum ist die Artenvielfalt da überhaupt so hoch? Es gibt da Bäume aller Altersklassen. Das gibt es im normalen Wirtschaftswald natürlicherweise auch nicht, denn man will ja einen Baum möglichst zum optimalen Zeitpunkt wirtschaftlich gesehen fällen. Der wächst hoch, wächst eine gewisse Zeit lang sehr schnell, erreicht dann in vergleichsweise jungen Jahren, sagt man, es kulminiert das Höhenwachstum. Heißt, er wächst dann nur noch sehr langsam in die Höhe. Die ersten, je nach Baumart, 15 bis 30 Jahre hat er noch ein ganz ordentliches Höhenwachstum, danach dann nicht mehr. Dann hat er noch eine ganze Zeit lang ein gewisses ordentliches Dickenwachstum und dann lässt das auch immer weiter nach. Und irgendwann kommt der Punkt, wo quasi ja, man rechnet sich das wirklich so aus, wenn du Geld bei der Bank anlegen würdest, wie viel Zinsen würdest du dann kriegen im Vergleich zu der Verzinsung deines Holzes? Das Geld, was du in dein Holz investiert wirst, hast, verzinst sich ja pro Jahr mit, wenn es richtig gut läuft, übrigens 1,5%, so viel ist das gar nicht, ich weiß, aber es reicht trotzdem zum Leben. Und wenn das Geld auf der Bank aktuell in der aktuellen Finanzlage wohl so aussieht, als würde es sich mit mehr als 1,5% Zinsen verzinsen, dann wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit gekommen, um anhand dieses Wertes das entsprechend optimale Alter zum Fällen dieses Baumes jetzt zu berechnen. Da gibt es diverse Tabellen, wo man das dann nachgucken kann und so weiter und so fort. Das hängt auch davon ab, ob man einen Baum mit Wertholz produziert oder ohne Wertholz. Aber ganz grob gesagt ist das eine Möglichkeit und da kommt man dann vielleicht bei Fichte derzeit auf eine ungefähre Umtriebszeit von etwa 80 Jahren, wo sich das so relativ gut lohnt. So, jetzt kann so eine Fichte aber nicht nur 80 Jahre alt werden, sondern so als Waldbestand Dingens, was da eine Weile rumsteht, sofern sie nicht vom Sturm umgeschmissen wird oder der Borkenkäfer so holt oder irgendwas anderes passiert, was sie umbringt, dann kann die auch durchaus da locker mal 300 Jährchen rumstehen. Theoretisch sogar noch viel länger in eben entsprechend extremen Einzelfällen. Und es gibt einfach ganz unterschiedliche spezielle Organismen, die sich auf das Leben auf oder an oder in einem alten Baum, der immer kränker wird und immer mehr zusammenbricht, spezialisiert haben. Und diese Organismen finden halt 0, überhaupt gar keinen Lebensraum im normalen Wirtschaftswald, wo ein Baum dann gefällt wird, wenn die optimale Wuchskraft gerade am Nachlassen ist. Also kurz hinter seiner optimalsten, vitalsten Phase wird er gefällt. Sämtliche Alterserscheinungen, die ein Wald haben kann, finden eben im normalen Wirtschaftswald so nicht statt. Man kann das ein bisschen kompensieren, indem man eben das Fällen so vornimmt, wie auch der natürliche Absterbeprozess normalerweise ablaufen würde, nämlich in Mosaikstruktur. Das ist auf jeden Fall einer gesunden, an die natürliche Waldentwicklung angepasster Waldbau Möglichkeit. Mist, der Satz war im Eimer, aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, was ich meine. Das ist jedenfalls gut.
wenn man das so macht. So. Aber trotzdem, man kommt, das ist eine Tatsache, da kann kein Waldbauprofessor dieser Welt widersprechen, man kommt halt eben nicht wirklich zu diesen speziellen Strukturen und diesem artenreichen, fast toten, kurz vorm Zusammenbruch stehenden Waldstrukturen, da kommt man halt eben nicht hin. Was man ebenfalls im Wirtschaftswald nie haben wird, ist eine Brachfläche, bei der der Wald eine ganze Weile braucht, um sich wieder als Wald zu entwickeln. Beziehungsweise das hat man hin und wieder schon im Wirtschaftswald, aber dann ist es ein Fehler, so gesehen. Das will man ja nicht. Man will ja möglichst immer auf der gesamten Fläche, die einem zur Verfügung steht als Förster, sein Holz stehen haben, damit der Holz wächst und sich entsprechend vergrößert, die Holzmenge, die man hat, und man entsprechend mit dem Zuwachs dann auch Geld verdient. Das ist wie eben die Verzinsung auf der Bank, kann man das dann sehen, wenn man das zumindest forstwissenschaftlich betrachtet. Der Forstwirtschaftler sieht es teilweise ein bisschen abstrakter und hat ohnehin keine Ahnung, aber wir Wissenschaftler, wir machen das alles schön hochmathematisch mit Zinsrechnungen und so weiter und so fort. Außer ich kann nämlich kein Mathe. Aber ich weiß zumindest, dass man es so machen sollte. Ja, das ist also der Punkt mit dem alten Wald, der sich nur auf solchen Totalreservaten entwickeln kann, wo man ihn halt alt werden lässt. Und dann haben wir noch nicht angesprochen den Punkt mit dem störungsfreien Rückzugsraum. Den haben wir im normalen Wald eben auch nur sehr begrenzt, weil wir haben da A, tatsächlich den Jäger drin rumrennen, B, haben wir da die Forstwirtschaft, so Harvester und Motorsägen und ähnliches vertreiben schon das eine oder andere Tier in der näheren Umgebung. Und wir haben natürlich eben auch den Waldbesucher, und damit meine ich die komplette Waldbesucherschaft, von Frauchen, die mit Hund Gassi geht, bis hin zu Survival Bob. Ich hoffe, den gibt's nicht wirklich. Ich wollte jetzt irgendeinen faktiven Survival-Mensch haben, der da durch den Schlamm robbt und mit seinem Messer Regenwürmer aufspießt, um diese dann zu verzehren oder ähnliches. Also all diese Waldnutzer springen halt eben in einem normalen Wirtschaftswald rum, dürfen das und sollen das meiner Meinung nach auch durchaus in vernünftigen Grenzen dürfen. Also selbst der durch den Schlamm robbt und Regenwürmer aufspießt, das ist auch noch in Ordnung. So. In Totalreservat hingegen haben wir halt eben sowas alles nicht, denn da herrscht Wegegebot. Das heißt, es gibt ein, zwei oder vielleicht drei kleine trampelfahrtartige Wanderwege, mit denen man dann da doch durch darf. Die gibt es nicht deswegen, weil die unglaublich sinnvoll sind und unglaublich wichtig für den Wald, sondern deswegen, damit die Bevölkerung dieses Schutzgebiet wenigstens einigermaßen akzeptiert. Für das Schutzgebiet selber wäre es nochmal erheblich praktischer, wenn man da wirklich eine absolute Nullbetrittszone hinmachen würde und da vielleicht einmal im Jahr ein Ranger mal durchlaufen darf und gucken, ob es den Wald überhaupt noch gibt. Und sonst darf da halt niemand rein. Das wäre eigentlich naturschutztechnisch gesehen die beste Lösung. Dass es da Wege durch gibt, ist immer noch nur so eine Notlösung, weil der Mensch soll ja sehen, wie toll sich denn die Natur jetzt in diesem tollen Naturschutzgebiet entwickelt und davon begeistert sein und dann auch die entsprechende Einstellung eben entwickeln, solche Schutzgebiete toll zu finden. Gut. Aber das ist jetzt die drei Punkte eben, wozu ist so ein Großschutzgebiet, so ein großes Totalschutzgebiet denn überhaupt da? Macht das Sinn? Und ja, und jetzt können wir die Frage klären, brauchen wir davon noch mehr? Und davon muss ich was trinken. So, und die Frage lässt sich mit einem klaren Jein, Jein beantworten. Denn es ist so. Schutzgebiete sind natürlich toll, um die Biodiversität hochzuhalten. Da gibt es halt eben Sachen, die gibt es im Wirtschaftswald überhaupt nicht. Schon allein eben wegen dieser Altersklassenstruktur und so weiter und so fort. Ich habe es ja gerade eben erklärt. Keine alten Bäume im Wirtschaftswald, kaum Totholz im Wirtschaftswald und so weiter und so fort. Also das heißt schon, wir brauchen auf jeden Fall solche Großschutzgebiete, allein auch deswegen zur politischen Weiterbildung, vor allen Dingen von unseren jungen Menschen, die bei uns so hausen, dass man denen eben zeigen kann, wie schön sowas sein kann, so ein unberührter, größtenteils, Wald und wie toll die Natur in ihrem, ja sagen wir mal, etwas wilderen Zustand. Wir haben keine reine Wildnis, nirgendwo in Deutschland gibt es wirklich gar nicht. Es gibt nur wildere Ecken, die deutlich wilder sind als ein Wirtschaftswald, aber halt immer noch lange nicht Wildnis. Aber trotzdem, sowas ist natürlich super, wenn man es seinen Kindern entsprechend zeigen kann oder zumindest
irgendwelchen Kindern. Und dann entsprechend die da halt auch darauf hinweisen können, wie wichtig es ist, überhaupt die Natur als solche zu erhalten. Allein dieser bildungspädagogische Effekt, finde ich eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, das allein schon eben diese ganzen Schutzgebiete rechtfertigt. Außerdem hohe Biodiversität, viele tolle seltene Arten, die da eben geschützt werden vor dem Aussterben und, oder zumindest versucht man es zu tun. Bei den meisten Fällen gehe ich davon aus, dass da doch noch das ein oder andere trotzdem aussterben wird. Theoretisch darf man übrigens auch gar nicht eingreifen, wenn irgendwas auszusterben droht in einem Totalreservat, weil da darf man ja nichts machen. Daran hält sich der Naturschutz in der Regel nicht, und macht dann halt trotzdem eben was und ja, zum Beispiel, man legt eine Entwicklungszone oder eine Managementzone um eine Kernzone, in der tatsächlich nichts gemacht werden darf, drumherum und kann dann in dieser Entwicklungszone eingreifen und bestimmte Sachen steuern. Beispielsweise, es gibt zu viel Opossum im Nationalpark Nordschwarzwald, dann kann man das Opossum, sobald es mal aus der Kernzone rauskommt, wegschießen und irgendwann sind die Opossums dann wahrscheinlich auch in der Kernzone alle weggeschossen. Das mit dem Opossum ist natürlich Quatsch, aber nur mal so als fiktives Beispiel. So, also wir brauchen jetzt gar nicht groß diskutieren. Totalschutzgebiete sind toll, so wunderbar. Aber Wirtschaftswald ist halt eben wichtig, auch toll. So, denn das wird gerne mal vergessen beim lieben Naturschutz, dass man halt eben darauf hinweist, dass jede stillgelegte Fläche, jedes Naturschutz-Super-Ultra-Reservat-Dingens, in dem nichts mehr passiert, eben auch bedeutet, dass da auch kein Holz mehr gemacht wird. Und jetzt ist es nun mal so, dass wir nicht beliebig viel Fläche schützen können, weil wir einen gewissen Holzbedarf haben. Jetzt spielen wir mal das Szenario durch, das sich der ein oder andere Naturschützer wünscht, und sagen, wir schützen 20% vom deutschen Wald, der deutschen Waldfläche komplett und machen da überall Nationalparks, Totalreservat und so weiter und so fort. Dann haben wir nur noch 80% der Fläche übrig, wo wir entsprechend Forstwirtschaft betreiben können. Das ist jetzt zu wenig, denn die aktuelle Situation ist folgendermaßen, dass wir mehr Holznachfrage über die sämtliche Holzprodukte verteilt haben, als wir derzeit aus dem deutschen Wald überhaupt nachliefern können. Beziehungsweise können vielleicht schon, aber aufgrund anderer Gründe klappt das zumindest gerade nicht. Und das bedeutet, wir müssen Holz importieren. So, jetzt ist das mit dem Holzimport durchaus ein sehr, 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 sehr springender Punkt, weil wenn wir Holz aus Deutschland nehmen, aus dem eigentlichen heimischen Anbau sozusagen, dann haben wir eine erheblich günstigere sogenannte Ökobilanz für das Produkt Holz, sei es egal, ob man jetzt Klopapier draus macht oder Möbel, als das halt eben der Fall ist, wenn wir unser Holz aus, meinetwegen, Ost Russland importieren, also irgendwo so kurz vor der Grenze zu Alaska. Das kann man auch machen und das ist das große Problem, denn man weiß bei Holzimporten immer noch nicht, immer hundertprozentig, außer es handelt sich wirklich um irgendwelches super toll ultra zertifiziertes Premium-Mega-Holz, und selbst da ist es nicht immer absolut sicher zu sagen, ob dieses Holz nicht eben doch aus Regionen kommt, in denen man eigentlich überhaupt kein Holz machen sollte, sinnvollerweise. Und zu solchen Regionen gehört definitiv eben Nordsibirien. Da gibt es zwar massenweise Holz und das fällt kaum auf, wenn man ein paar Fußballfelder davon umhaut, aber das Problem ist, das wächst auch nur unglaublich langsam wieder nach. Also heißt, wenn wir da jetzt alles weghauen, dann dauert das halt wirklich viele hundert Jahre, bis da wieder irgendwie sowas, was ansatzweise wie ein Wald aussieht, rumsteht. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es reicht, die Wachstumsraten liegen dabei ungefähr einem Kubikmeter pro Hektar und Jahr in den ganz entlegenen, fiesen Regionen, wo halt eben gerade es sich lohnt, illegal entsprechend viel Holz platt zu machen. Und zum Vergleich, der durchschnittliche Holzzuwachs in Deutschland liegt bei 12 bis 13, glaube ich, Kubikmeter pro Hektar und Jahr an Holz. Also das 13-fache dessen, was halt eben da in Sibirien zuwächst. Das wäre jetzt eigentlich schon ein Grund zu sagen, ja okay, dann holen wir es lieber da, wo es entsprechend eben schnell wächst. Und das wäre dann bei uns.
Wenn man aber jetzt davon ausgeht, ja gut, wir holen das Holz da, wo schnell wächst, dann sollten wir unser Holz vielleicht doch lieber in den Tropen holen, denn da sind bis zu 40 Kubikmeter pro Hektar und Jahr gar nicht mal so unrealistisch und durchaus möglich, je nachdem, wie man da eben sein Holz entsprechend bewirtschaftet. Also irgendwelche tropischen Forstplantagen, die haben tatsächlich so Werte von 40 ungefähr. Wie gesagt, wir haben 13. Also das ist schon ein Unterschied und man könnte dann schon sagen, okay, das wächst da so viel schneller, dann holen wir unser Holz daher und schützen alternativ eben viel lieber unsere heimischen Wälder hier und machen hier 20, 30 oder 40% Naturschutzfläche entsprechend draus. So, das ist jetzt aber ein bisschen kurzfristig gedacht, denn wir leben ja nicht nur in Deutschland, sondern im Prinzip ist der Zustand des Rests vom Planeten auch nicht so völlig egal für unser eins, denn wenn man die Tropen erstmal abgeholzt hat, dann bleiben die abgeholzt. Es ist nämlich überhaupt gar nicht nachhaltig, überhaupt irgendwelches Holz aus den Tropen zu importieren. Unter Umständen macht es vielleicht trotzdem noch Sinn, weil man die eigentlich realistisch betrachtet nur die Wahl hat zwischen regulärer, kontrollierter, guter, soweit das überhaupt möglich ist, Forstwirtschaft in den Tropen, um den Leuten da halt eben Geld anzudrehen, damit sie was zu arbeiten haben, damit sie was zu fressen haben, damit sie ihre Familien versorgen können, oder illegalen Raubbau, der kümmert sich dann überhaupt nicht um den Waldbau, macht überhaupt keine Einschränkungen, welchen Baum man jetzt fällt und welchen nicht, sondern macht einfach gleich alles platt und sofort ist alles weg und den Leuten geht es damit auch noch erheblich dreckiger. Sie verhungern zwar nicht, aber sie leben auch nicht wirklich gut und deswegen muss man da schon unterscheiden zwischen guter, planmäßiger Forstwirtschaft, unter anderem nach deutschem Vorbild, und halt eben dem üblichen Raubbau, der da normalerweise stattfindet. Aber jede Form von Forstwirtschaft in den Tropen, gerade insbesondere in den Urwäldern, ist schädlich und keine Holzentnahme dort ist nachhaltig. Denn, jetzt kommen wir zum springenden Punkt, die Tropen haben miserable Böden. Böden sind unglaublich wichtig, denn Böden stellen quasi die Grundlage sämtlichen Pflanzenwachstums dar. Und wenn die Böden scheiße sind, dann ist Pflanzenwachstum nur sehr, 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 sehr eingeschränkt möglich. Außer es hat sich ein ganz, 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 ganz spezielles, super angepasstes Ökosystem über Jahrmilliarden herauskristallisiert, das eben daran angepasst ist, dass die Böden wahnsinnig schrecklich sind. Und das ist in den Tropen der Fall. Wir haben ein sofortiges Recycling-System quasi. Jedes Blatt, das vom Baum runterfällt und einen minimalen Eintrag von Nährstoffen darstellt, wird, sobald es am Boden aufkommt, sofort remineralisiert, umgesetzt, also von irgendwas gefressen, ausgeschissen, um es mal drastisch auszudrücken, und sofort von der nächsten Wurzel aufgenommen und ab in den nächsten Baum oder ins nächste Tier oder in irgendein anderes Bestandteil des Ökosystems. Es wird quasi nichts verschwendet. Wir haben einen fast zu 100% geschlossenen Nährstoffkreislauf. Nimmt man eine wesentliche Komponente, nämlich den Wald, aus diesem System raus, geht dieser Nährstoffkreislauf verloren. Das, was an Nährstoffen dann am Boden gespeichert ist, das ist durchaus erheblich, was darum liegt. Dadurch sind ja die Wachstumsvorgänge in den Tropen so schnell, weil da halt eben über die Jahrmillionen, die die Tropen schon bestehen, diese enormen Nährstoffmengen gespeichert werden konnten. Aber ist der Wald weg, ist dieser ständige Kreislauf weg, dann wird dieses Zeug durch die guten Wachstumsbedingungen sofort von irgendwelchen Mikroorganismen, irgendwelchen Unkraut oder zum Beispiel der Ölpalme aufgenommen und die Erträge sind gewaltig, bis die Nährstoffvorräte eben aufgebraucht sind. Und wenn die aufgebraucht sind, kommt dann nie wieder was nach, weil der Boden gibt nichts her. Da ist nichts drin. Der Boden enthält quasi keine Nährstoffe. Der ist wirklich derartig schlecht, dass man schon wirklich von keine Nährstoffe sprechen kann. In manchen Stellen ist er eigentlich eher giftig als irgendwas anderes. Und das bedeutet, ist einmal der Wald weg in den Tropen, dann ist er weg. Boing. Es gibt mit wahnsinnig großem Aufwand tatsächlich Möglichkeiten, da wieder einigermaßen was hinzupflanzen. Aber das kostet ein Schweinegeld, das in der Region niemand hat. Deshalb kann man sowas eigentlich nur als Forschungsprojekt oder als super subventioniertes, gutes Gewissen-Projekt von irgendeinem Staat, der gerade irgendwie aus politischen Gründen sich besonders grün, engagieren muss,
Ja, dann ist so Geld da für solche Projekte oder eben, wie gesagt, Forschung. Für großflächig solche Projekte scheint das Geld noch zu fehlen, weil halt eben es auch noch nicht funktioniert hat, durchzusetzen, dass man mit ein bisschen Maßnahmen, nachhaltigkeitsfördernde Maßnahmen, ein bisschen planmäßiger Forstwirtschaft und ein bisschen fairem Handel von dem daraus resultierenden Holz, erstens mal die Holzpreise nur geringfügig erhöht und zweitens mal den Wald für die nächsten, na, also sagen wir mal locker 100 bis 200-300 Jahre länger als Tropenwald halten kann, als das mit der Brandrodung der Fall ist. Weil wenn das in dem aktuellen Tempo weitergeht, dann hält er noch 20 Jahre oder sowas. Vielleicht. Mal gucken. Ist abzuwarten. Aber ja, Tropenholz verwenden ist also irgendwie immer nicht nachhaltig. Aber wie gesagt, die Leute da vor Ort müssen halt eben fressen. Die brauchen dringend irgendwie Nahrung. Die brauchen irgendwelche Jobs mit Zukunftsaussicht. Wenn ich vom Verhungern bin, dann holze ich auch meinen unglaublich wertvollen Urwald ab, bevor ich verhungere. Also ganz ehrlich, mache ich sofort. Und insbesondere, wenn meine Kinder auch noch Hunger haben. Also das ist keine Option. Wenn man jetzt einfach als Hardcore-Ökologe hingeht und sagt, ja nein, Tropenwald abholzen, generell böse, darf man nicht mehr machen. Mit welchem Recht schreibt man den Leuten da unten vor, was die mit ihrem Wald zu tun haben, was wir jahrtausende lang mit unserem Wald auch gemacht haben. Mit dem kleinen Unterschied, und das ist der springende Punkt, nämlich zurück zu den Böden. Unsere Böden sind hervorragend. Wir haben jahrtausende lang Raubbau an unserer Natur betreiben können und es wächst trotzdem noch alles. In den Tropen funktioniert das halt eben nicht, denn die Ressourcen sind eben nun mal nicht gleich verteilt auf dem Planeten und so gesehen ist ja auch der Ansatz mit dem, wenn wir mit allen teilen, haben alle was zu essen und so weiter und so fort, bisschen schwierig umzusetzen bei einem Planeten mit ungleichmäßig verteilten endlichen Ressourcen übrigens. Also endlich ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man auch nicht aus den Augen verlieren sollte. Gut. Warum jetzt diesen riesigen Exkurs in die Tropenbewirtschaftung oder alternativ in Sibirien, wo man halt eben das Zeug zwar abhacken kann, aber es unglaublich langsam wieder nachwächst, heißt die jährliche Rate an Holz, was man aus den sibirischen Wäldern entnehmen kann, ist ziemlich gering, auch wenn die riesengroß sind. Man kann ja schon sagen, okay, es dauert meinetwegen 200-300 Jahre, bis da wieder Holz steht, dann kann man aber trotzdem ein Dreihundertstel der Holzmenge von Sibirien jährlich nutzen. Das geht grundsätzlich erstmal schon. Aber es wird halt erheblich mehr als ein Dreihundertstel davon derzeit jährlich genutzt. Und das mit den 300, Dreihundertstel ist auch nur ein ganz grober Schätzwert. Das wird in der Realität wahrscheinlich nur beim Vierhundertstel liegen oder irgendwie sowas. Also mit großer Vorsicht zu genießen und auch nur unter bestimmten Bedingungen und so weiter und so fort. Mit Zahlen mich bloß nicht festnageln. Ja, also das erzähle ich jetzt deswegen, weil die Alternative zur Nichtnutzung deutscher Wälder besteht eben im Holzimport. Und Holzimport ist in fast jedem Fall tatsächlich böse. Außerdem finde ich es einfach falsch, wenn man in einem waldreichen Land mit Böden, die kapazitätstechnisch fast teilweise, aber nur teilweise, fast unendlich Kapazität liefern, was Nährstoffe angeht zur Holzernte. Da finde ich es einfach unglaublich, ja, wenig weit gedacht, wenn man dann sagt, ja, okay, wir schützen bei uns alles, damit bei uns alles schön ist, und dann plündern wir den Rest der Welt. Ist jetzt nicht so, dass das eine neue Idee wäre politisch, hat man ja auch schon Jahrtausende eben entsprechend so gemacht. Hat bisher ganz gut funktioniert. Wir können ja mal ausprobieren, wie viele 10, 20, 30 Jahre das vielleicht auch noch funktioniert und bis dann irgendwann Schluss ist. Ich stelle mich dann auf irgendeinen Berg, gucke dem Nuklearpilz zu und sage, ich hab's euch ja gesagt. Um es mal ganz drastisch auszudrücken. Vielleicht auch nicht. Wenn das dazu nicht kommt, bin ich auch nicht böse. Aber ja, ich wollte es jetzt mal kurz gesagt haben an diesem Punkt. Nochmal, also Alternative zur Nichtnutzung unserer Wälder ist immer Holzimport. Es sei denn, wir schaffen es, unsere Nachfrage nach Holz runterzukriegen. Ist das sinnvoll? Nein, definitiv nicht, weil Holz ist tatsächlich ein super tolles, nachhaltiges, nachwachsendes Naturprodukt. Anders als Kies, Steine, Beton, Stahl,
Alu und so weiter und so fort. Dafür braucht man jeweils einen sehr hohen Energieaufwand, um an das Zeug entsprechend dranzukommen. Man braucht einen sehr hohen Energieaufwand, um aus dem Zeug zum Beispiel Baustoff zu machen, also was, was man zum Häuserbau verwenden kann. Und Stahlmöbel, ne. Kunststoff wäre noch eine schöne Möglichkeit. Woraus besteht Kunststoff? Ach, scheiße, Erdöl. Schon wieder dieses Erdöl. Oh, jetzt haben wir damit auch schon wieder ein Problem. Aber trotzdem ist Erdöl irgendwann alle. Und das bedeutet, ist auch nicht so hundertprozentig nachhaltig, wenn man jetzt komplett auf Kunststoffmöbel setzt. Also, auch vielleicht irgendwie blöd. Könnte man ja also vielleicht doch weiter Holz nutzen. Jetzt ist es allerdings auch wieder so, dass wir aufgrund zum Beispiel unseres Rentensystems einen stetigen Zuwachs der Bevölkerung brauchen. Das heißt, es müssen immer mehr werden. Und da ja die Alten auch immer älter werden, werden wir tatsächlich immer mehr. Und wir brauchen dann immer mehr Klopapier zum Beispiel. Oder tatsächlich auch Möbel. Und das bedeutet, unser Holzbedarf wird auf keinen Fall sinken. Selbst wenn wir es nicht mehr so oft als Brennholz benutzen, wie das vielleicht im Mittelalter der Fall war. Aber eben selbst die Brennholznutzung von Holz steigt immer mehr. Immer mehr Leute wollen back to basics und wollen gerne einen Holzofen haben und damit eben daheim heizen, etwas, das ich super gut verstehen kann und im Grunde auch gut finde. Aber wenn wir jetzt alle wieder anfangen mit Holz zu heizen, dann werden unsere Wälder von der Kapazität her auch schon wieder nicht mehr ausreichen und da allein vom Brennholz her wahrscheinlich nicht. Und ganz besondere dann nicht, wenn wir jetzt 20, 30 oder 40%, jetzt würden wir mal ganz unrealistisch, unserer Wälder unter Schutz stellen und halt eben der Natur was zurückgeben wollen. Es ist also einfach für das Überleben der Menschheit, in Anführungszeichen, für die Gesamtnachhaltigkeit des globalen Wirtschaftskreislaufs keine Option, auf Holz zu verzichten. Und es ist, weil Tropenwälder für das gesamte Weltklima zum Beispiel unglaublich wichtig sind, eben auch keine Option, dann auf Holzimporte umzusteigen in Regionen, wo viel Holz wächst. Holz aus Regionen, wo wenig Holz wächst, ist auch wieder blöde, weil dann ist da auch irgendwann kein Holz mehr und es ist irgendwie nicht gut, wenn wir komplett Russland abholzen. Nee, das ist irgendwie nicht gut. Das spare ich mir jetzt sämtliche Begründungen, aber ich hoffe, da kommen wir miteinander überein, dass das einfach nicht gut ist. Ja. Deswegen würde ich eben anmerken wollen, dass diejenigen, die gerne weniger gefällte Bäume in Deutschland hätten und gerne mehr Schutzgebiete und überhaupt der Natur mehr Fläche zurückgeben wollen, unbedingt, bevor sie das realisieren, was generell ja gut ist, irgendeine Lösung für das Problem, wo das Holz herkommen soll, finden. Oder irgendeinen alternativen Kunststoff, den man aus Luft und Liebe erzeugen kann, der dann vielleicht ein noch nachhaltigeres Produkt als Holz darstellt. Ja, aber damit ich jetzt nicht nur rumschimpfe, was sind denn mögliche Alternativen? Wir haben einen Haufen Brachflächen in Deutschland, also Flächen, auf denen nichts Vernünftiges oder gar nichts steht. Man könnte auch durchaus die Maisproduktion zur Biogaserzeugung ein wenig runterfahren und stattdessen lieber sogenannte Kurzumtriebsplantagen einrichten, sofern man vorher eine Möglichkeit gefunden hat, dann halt eben dann auch solche Kurzumtriebsplantagen Äcker zu düngen, weil irgendwann ist auch ein deutscher Boden nährstofftechnisch ein bisschen degradiert und dann müsste man halt irgendwann mal was nachdüngen. Übrigens, nochmal wichtig, zu den Tropen, man kann da nicht mal düngen. Die Böden sind so am Arsch, wenn man den Dünger drauf kippst und es regnet jeden Tag, dann geht der Dünger einmal durch den Boden durch, ist im Grundwasser, versaut das Grundwasser, landet im Meer und ist weg. Bringt also so gut wie nichts. Düngen in den Tropen, ja gut, es geht schon, aber mit unglaublich hohem Aufwand. Das kann kein Mensch bezahlen. In Deutschland hingegen ist es halt eben möglich, entwickelt man eine Methode, einigermaßen kostengünstig Dünger aus zum Beispiel Klärwerken zu produzieren, weil da laden wir massenweise tolle Pflanzennährelemente in Form von unseren Hinterlassenschaften ab, dann hätte man wirklich ein super nachhaltiges System, um mittels Kurzumtriebsplantage innerhalb kurzer Zeiträume einen Haufen Brennholz zumindest mal zu produzieren. Man könnte also in den richtigen Wäldern, so eine Kurzumtriebsplantage ist kein Wald, das ist also quasi wirklich ein Holzacker. Das ist wie ein Maisfeld, nur mit Holz. Aber halt eben doch noch um einiges nachhaltiger als ein Maisfeld, weil Biogas, normales Brennholz. Ah.
Und außerdem entlastet das dann halt eben gleichzeitig die Wälder, die dann nicht mehr für Brennholz genutzt werden müssen, also richtige Wälder, die diesen Begriff auch verdient haben. Und man kann dann halt eben stattdessen das Holz aus den Wäldern wirklich nur für hochwertige Produkte verwenden, dort auch größtenteils Augenmerk eben auf hochwertiges Holz legen und dann Möbel, Wandvertäfelungen oder halt eben wirklich auch für mechanische Anwendungen, für Bauholz, für Holzhäuser, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, all so ein Zeug, das ist alles aus Holz, das Ganze dann für solche Sachen anwenden. Also Anwendungsmöglichkeiten für Holz in allen Lebensbedingungen gibt es zuhauf und immer, fast immer, ist Holz eine unglaublich nachhaltige, energieressourcenschonende Möglichkeit, eben entsprechend die Anwendungsfälle, für die man es gebrauchen kann, ja, zu lösen, sage ich jetzt einfach mal. Also vom Holz weg halte ich definitiv für eine definitiv viel, 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 viel schlechtere Alternative, als eben ein wenig auf gewisse Biodiversität in den deutschen Wäldern zu verzichten. Das ist auch scheiße, aber wir leben tatsächlich in einer Zeit, da muss man sich eben entscheiden, welchen Tod man sterben möchte. Möchte man gerne weg von der Holzverwendung, stattdessen viel beschissenere Stoffe verwenden für alles, was wir an Bauprojekten zwangsweise werden machen müssen, dann brauchen wir halt wirklich in irgendeiner Form dafür eine Lösung für die Problematik mit dem fehlenden Holz, wenn wir gleichzeitig unsere Wälder schützen wollen. Und da fällt mir ums Verrecken nicht ein, wie das funktionieren soll. Daher wird sich die Prozentzahl der zu schützende Waldfläche auf maximal 10% einpegeln und vielleicht ist 10% auch schon ein bisschen viel. Die Forderungen schwanken so irgendwo zwischen 5 und 15%, ganz grob. Ich persönlich würde mich irgendwo bei 8% ganz wohl fühlen, wenn ich jetzt mal eine Zahl nennen möchte. Sollte. Gut. Und jetzt machen wir noch einen Schnitt. Ich trinke noch was und dann muss ich noch mal was erzählen. Gut, und vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich jetzt bisher quasi nur in Extremen gequatscht habe. Totalreservat oder Wirtschaftswald ohne Schutzfunktion. Also entweder voll oder gar nicht. Und das ist natürlich Käse, weil selbstverständlich gibt es Möglichkeiten eben dazwischen. Und die Möglichkeit, die sich dazwischen befindet und die intensiv diskutiert wird und die auch in einigen Bundesländern schon ausprobiert wird und ja, meiner Meinung nach durchaus Potenzial hat, sind, ja, die heißen unterschiedlich, aber zum Beispiel Naturwaldzellen. Das sind also kleine Minischutzgebiete innerhalb des normalen Wirtschaftswaldes. Dass man also sagt, okay, wir machen hier überall Forstwirtschaft, aber wir machen jetzt hier einen kleinen Fleck von meinetwegen 100 Quadratmetern und hier einen kleinen Fleck von 100 Quadratmetern und da auch noch. Und in diesen Flecken zusammenhängend als Kleinraum, da machen wir nichts. Da machen wir also ein kleinräumiges Totalreservat quasi hin. Sinn und Zweck des Ganzen ist, wenn man so von der Theorie her über Deutschland verteilt, überall diese Flecken hinmacht, dann hätte auch ein Tier, das große zusammenhängende Waldgebiete braucht, wo es sich verstecken kann, zum Beispiel ein Luchs, die Möglichkeit quasi von Naturwaldzelle zu Naturwaldzelle in der ganzen Bundesrepublik sein Unwesen zu treiben, ohne großartig gestört zu werden, weil eben in diesen Naturwaldzellen jeweils Ruhe herrscht. Man traut dann also zum Beispiel eben so einem Luchs zu, dass er in der Lage ist, in einem sonstigen Wirtschaftswald die Naturwaldzellen halt eben auch zu finden und da dann halt irgendwie ein Versteck zu finden und sich dahin zurückzuziehen. Gleiches gilt für einen Specht oder ähnliches. Der findet im normalen Wirtschaftswald zwar keinen geeigneten Baum, um sich da eine Höhle anzulegen, aber in den Naturwaldzellen jeweils schon. Und da der ja einen relativ großen Radius hat, wo er sein Unwesen treiben kann, dann kommt er auch mit eben, keine Ahnung, über was weiß ich, paar 50 Hektar oder was, kommt er auch auf genügend Naturwaldzellen, um da halt genügend halbtote Bäume zu finden, unter deren Rinde er was zu essen findet. So, davon abgesehen ist ein normaler Buntspecht auch im normalen Wald ja jetzt nicht unbedingt so selten.
Das also eben die Theorie dieser Naturfallzellen, und ich finde den Ansatz schon wirklich eigentlich ziemlich gut. Auch das Argument mit dem Widmenmacher kann man da relativ gut kontrollieren, weil man weiß ja, okay, hier ist Naturfallzelle, da muss ich besonders vorsichtig sein, da muss ich auch eben bei der Bewirtschaftung drumherum eben gesondert aufpassen, mir große Mühe geben und so weiter und so fort. Aber ich weiß dann eben auch, wo keine Naturfallzelle ist, da muss ich dann auch nicht damit rechnen, dass da dann plötzlich irgendwo ein toter Baum steht, den ich übersehe oder sonst was. Beziehungsweise kann da dann auch relativ kostengünstig eben weiter meine Forstwirtschaft durchziehen. Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, kostengünstig. Das ist nämlich auch noch mal immer so ein Punkt, der ja gerne diskutiert wird im Rahmen dessen, Forstwirtschaft ist böse, die machen alles mit dem Harvester. Auch das ist einfach ein Grund dessen, dass, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel einheimisches Holz nutzen, dann müssen wir halt eben damit leben, dass in Deutschland Stundenlöhne eines Forstwirts bei 35 bis 40 Euro, wenn er noch eben entsprechend sein Arbeitsgerät dazu verwenden muss, also eine Motorsäge, dann sind wir wirklich bei ungefähr 40 Euro pro Arbeitsstunde, die ein Forstwirt kostet. Und das ist halt schon ordentlich. Davon sieht er natürlich keine 40 Euro, sondern es sind Steuern dabei und Materialkosten und so weiter und so fort. Krankenversicherung, all dieser ganze Krempel. Das ist schon wirklich ordentlich Geld, und das macht die Holzernte in Deutschland relativ teuer, während man halt eben zum Beispiel in den Tropen Holzerntekosten für einen Festmeter Holz von Centbeträgen hat, also kleinen Centbeträgen, 10, 12, ja, viel mehr nicht, auf keinen Fall, auf keinen Fall, vielleicht noch eher weniger, ist man halt in Deutschland dann ganz schnell bei, na, das kommt eben drauf an, wenn man tatsächlich mit einem Harvester schafft, in einem entsprechenden Wald, der nicht besonders schön ist und nicht besonders strukturiert, wo Harvesterfahren relativ einfach ist, dann hat man tatsächlich Holzerntekosten so um die 16 Euro pro Festmeter, also pro Kubikmeter Holz. Wenn man das hingegen von den Waldarbeitern machen lässt und das Zeug dann hinterher mit dem Rückgefährt noch rauszieht, um ja den Waldboden nicht zu schonen, was ja im Prinzip schon wirklich löblich ist, dann steigen die Holzerntekosten aber ganz schnell auf bis zu locker 50 Euro pro Festmeter. Und wenn jetzt der Holzpreis bei, na, sagen wir mal 80 Euro pro Festmeter Buchenholz liegt, dann hat man halt noch 30 Euro Gewinn, anstatt 16 minus 80, 64? 64. 64 Euro Gewinn. Und das ist dann halt schon ein Unterschied. Und da muss man halt eben auch gucken, was der Deutsche bereit ist, für sein Holz zu bezahlen. Und wenn der Holzpreis für einheimisches Holz zu hoch wird, weil man gänzlich auf vollmaschinelle Holzernte eben verzichtet, um halt eben den Wald noch mehr zu schonen und möglichst wenig Schaden anzurichten und nichts zu stören und so weiter und so fort. Dann ist halt wieder die Chance gegeben, dass der deutsche Verbraucher gerne mal eben auf Holzimporte aus sonst wo umsteigt. Und dann haben wir eben genau das gleiche Problem, wie wir nutzen unser Holz gar nicht. Wenn wir unser Holz nur teuer nutzen, dann will es auch wieder keiner haben, und dann müssen wir wieder Importe aus dem Ausland in Kauf nehmen, und die Sache wird dann ein wenig doof, vorsichtig ausgedrückt. Also auch das ist auf jeden Fall noch ein Faktor, den man in diesem Zusammenhang eben sagen sollte. Ja, nochmal zurück zu den Naturwaldreservaten. Es gibt noch keine Langzeitstudien, ob das ähnlich gut ist wie große Schutzgebiete. Aber man kann sich aber relativ sicher sein, dass es auf keinen Fall wirklich genauso gut sein wird. Also ob das wirklich funktioniert, dass die Tiere eben akzeptieren, okay, ich habe jeweils Flecken, von Fleck zu Fleck zu Fleck kann ich mich bewegen, und dazwischen, da finde ich halt nichts zu essen und keine Brutmöglichkeit, und eigentlich ist da alles blöd, aber in den jeweiligen Flecken, da ist es schön. Zum Beispiel der Storch, der Klapperstorch. Der Klapperstorch ist einer der großen Erfolge des Naturschutzes. Der war ja lange Zeit wirklich der Inbegriff von, oh Gott, gleich ist er ausgestorben, wir müssen unbedingt den Storch retten. Tatsächlich gibt es jetzt wieder relativ viele Störche, und den hat sich erheblich erholt, der Bestand. Man kann immer mal wieder, zumindest in meiner Region, wirklich auch mal einen Storch weiterhin auf der Wiese stehen sehen, wo er dann halt wieder irgendwas fängt.
Meine große Theorie ist, und die habe ich auch schon so mal nachgelesen, es gibt vielleicht noch andere Theorien, so sehr stecke ich nicht in der Materie, aber der Storch hat es auf jeden Fall geschafft, sich an die veränderten Bedingungen in der Landwirtschaft anzupassen. Man hat damals gesagt, warum ist denn der Storch so scheiße dran, warum findet er denn keine Plätze mehr zum Nisten und so weiter und so fort. Und dann hat man festgestellt, okay, es liegt gar nicht so sehr daran, dass er keine Plätze zum Nisten findet, sondern das Hauptproblem besteht darin, dass er nichts zu essen findet, weil es zu wenig Feuchtwiesen und zu wenig Frösche gibt, weil der Storch bekanntlich damals ja größtenteils eben Frösche gefuttert hat. So, jetzt hat der Storch ein paar Generationen Zeit gehabt, um zu kapieren, okay, es gibt kaum noch Frösche, dann fange ich Mäuse. Jetzt fängt der Storch Mäuse und die Generationen der Jungstörche lernen jetzt halt alle eben entsprechend, okay, Mäuse fangen, nicht Frösche, Mäuse fangen. Und damit geht es dem Storch jetzt wieder gut, weil er sich halt eben entsprechend angepasst hat. Soll heißen, ich traue den meisten Tieren, die auf solche Naturwaldzellen dann eben entsprechend angewiesen wären, durchaus eben zu, dass sie in der Lage sind, sich darauf anzupassen, dass plötzlich geeignete Wälder für sie nur noch bruchstückhaft hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und dort mal ein bisschen vorkommen. Insbesondere wenn es sich um relativ mobile Tiere wie eben Vögel generell oder eben einen Luchs handelt, der problemlos viele Kilometer pro Nacht zurücklegen kann. Ist überhaupt kein Problem. Da kann der zig Naturwaldzellen abklappern. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel ein Luchs in einem normalen, gut bewirtschafteten Wirtschaftswald überhaupt nichts zu futtern finden würde. Also doch, ich traue dem Ganzen schon wirklich ordentlich Potenzial zu, aber das ist wirklich nur meine Meinung. Es gibt noch keine wirklich verlässlichen Langzeitstudien, dass man jetzt sagen könnte, das ist fast genauso gut wie Naturwaldreservate. Was dann halt immer noch fehlt, sind großräumige Räume, wo der Wald vollständig zusammenbrechen kann, wo sich dann eben diese natürliche Walddynamik der Zusammenbruchphase entwickeln kann. Das werden wir mit diesen Naturwaldzellen definitiv nicht hinbekommen. Aber wir sagen ja auch nicht, wir wollen überhaupt keine Großschutzgebiete, sondern halt eben nur eine vertretbar geringe Zahl. Also was heißt sagen wir, sage ich. Und generell halt eben die Möglichkeit, genug Holz zu machen. An dieser Stelle dann nochmal eine kleine abweichende Zusatzinformation, weil ich gerade am Erzählen bin. Deutschland hätte noch erheblich mehr Potenzial für Holz, das man nutzen könnte, wenn wir weniger Privatwald hätten. Denn wer nicht ausgebildeter Förster ist, der neigt dazu, wenn er seinen Wald selber bewirtschaftet, den erheblich zu unternutzen, weil man will ja nicht zu viel wegnehmen. Man will ja seinen Wald nachhaltig bewirtschaften. Und gerade wenn es der eigene Wald ist, dann hat man das automatisch im Kopf drin. Ich habe es auch gemerkt, bei meinen ersten Versuchen eben Wälder überhaupt zu bewirtschaften, dass ich einfach viel zu wenig Holz rausgeschnitten habe. Also immer Unternutzung, Unternutzung, ganz vorsichtig vorgehen, weil man möchte ja eben, wie gesagt, nicht zu viel raushauen. Aber aus diesem, man möchte vorsichtig sein, entsteht halt über die Jahre und Jahrhunderte und über jede Menge Privatwald, die Hälfte des deutschen Waldes ist Privatwald, entsteht wirklich ein enormes Defizit an Holz, was da noch rumsteht, was man aber hätte nutzen können innerhalb des Grundsatzes, dass man nur immer so viel nutzt pro Jahr, wie im gleichen Jahr auch wieder nachwächst. Und da die aktuellen Zuwachsraten im Wald ganz hervorragend sind, das ist ein positiver Effekt vom Klimawandel übrigens, ja, kann man wirklich zurzeit ordentlich reinhauen, gerade eben in unternutzten Privatwäldern, in denen noch jede Menge wertvolle Stämme rumstehen. Weiterer Faktor, weshalb Privatwälder übrigens unternutzt werden, ist, dass sie so ein bisschen als Sparbuch verwendet werden. Heißt, man lässt sich da einen ganzen Haufen dicker Stämme stehen, die man so quasi als Notgeldreserve da dann rumstehen hat. Und wenn ein paar Töchter heiraten oder was und eine tolle Aussteuer brauchen, dann kann man halt eben ein paar Bäume umsägen. Für solche Zwecke hat man die ja dann quasi über die Jahre dort wachsen lassen und damit kann man dann halt eben entsprechend den drei Töchtern oder wie viele das auch immer dann sind, die Hochzeit bezahlen. Ist gerade eben übrigens in Schwabenland eine sehr bewährte Praxis, weil der Schwabe ist ja bekanntlich geizig, ne? Und wohnt auf der falschen Seite vom Schwarzwald. Nein, nein, Schwäben und Schwaben sind alle ganz toll. Bis auf meine Ex-Freundin Schwäbinnen, die nicht. Aber die anderen, die sind in Ordnung. Versuche ich mich tatsächlich mal an sowas wie einer Zusammenfassung. Jetzt habe ich relativ viel erzählt, aber gut, das war jetzt auch mal nötig. Ja,
Die Alternative zur Nichtnutzung des Waldes besteht darin, dass man zunächst mal das Holz, das dann fehlt, kompensieren muss. Wenn man das nicht irgendwie ökologisch verträglich tun kann, dann kann man den Wald auch nicht weniger nutzen. Und ich finde es einfach absolut falsch, und das ist eigentlich der Grund, weshalb die Menschheit dahin gekommen ist, wo sie gerade ist, wenn man dann einfach denkt, ja gut, die eigenen Ressourcen, die schonen wir, und dann holen wir uns die Ressourcen aus sonst wo. Weil erstens ist dann der Transportweg ein Grund für eine Scheiß Ökobilanz. Zweitens kann man da nicht kontrollieren, ob die einigermaßen nachhaltig eingeschlagen werden. Drittens verdienen die Leute vor Ort nicht das, was sie eigentlich für den Wert ihres Holzes bekommen sollten. Ja, und das reicht eigentlich. Mir fallen sicherlich noch mehr Gründe ein, wenn ich jetzt noch eine Weile überlege, aber das soll ja ein Fazit werden. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass selbstverständlich Vollschutzgebiete durchaus wahnsinnig wichtig sind und wir gerade eben die Eigenheiten unseres speziellen deutschen bzw. mitteleuropäischen Waldes unbedingt erhalten müssen, und dafür brauchen wir auch super große Schutzgebiete. Um nicht zu viele super große Schutzgebiete anzulegen und quasi damit die Holzproduktion zu sehr zu belasten, halte ich Naturwaldzellen für eine sehr, 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 sehr gute Übergangslösung, die trotzdem vielen Waldtieren, die das Waldbild sehr bereichern, langfristig gesehen vielleicht ein Überleben ermöglichen wird. Man muss dazu sagen, vielleicht, wie gesagt, ist es noch nicht bewiesen, und trotzdem weiterhin eine einigermaßen ertragreiche und günstige Forst Wirtschaft ermöglichen. Denn ist die Forstwirtschaft nicht günstig, haben wir den gleichen Effekt, wie wenn wir überhaupt kein Holz mehr anbieten. Es muss Holz importiert werden, was aus den genannten Gründen eben ziemlich blöde ist und keinen Sinn macht. Nicht Holz nutzen ist auch keine Alternative, weil sämtliche Derivate von Holz eine erheblich miesere Ökobilanz haben oder sogar direkt aus Erdöl bestehen, was aufgrund der schwindenden Erdölvorräte langfristig gesehen auch auf keinen Fall eine Lösung darstellt. Auch wenn die Erdölvorräte jetzt wieder gestiegen sind, weil man das großartige Fracking erfunden hat. Großartige Idee. Und außerdem werden die Erdölpreise wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie ein wenig ein wenig sinken, da ein gewisser Donald Trump ja ohnehin nicht daran glaubt, dass da irgendwie irgendwas im Argen wäre mit dem Planeten. Und der Mann ist ja komischerweise wichtig. Ja, gut. Jetzt habe ich sogar noch eine kleine Trump-Kritik eingebaut und kann an dieser Stelle dann guten Gewissens, oh Gott, schlafen gehen. Es ist nämlich 11:30 Uhr. Das heißt, schneiden tue ich das wann anders mal. Aber jetzt habe ich mal gesagt, was ich sagen wollte, und dieses Thema wollte ich eh schon länger mal ansprechen und hatte jetzt die entsprechende Muße dazu. Ich hoffe, das war alles jetzt insgesamt nicht so negativ und nicht allzu chaotisch. Ich habe versucht, so halbwegs einen roten Faden einigermaßen beizubehalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder was auch immer gerade ist, und vielen Dank fürs Zuhören. Das ist mir gerade eben bei solchen fachlich etwas anspruchsvolleren Videos immer sehr wichtig und würde mich eben freuen, wenn ihr mir eure Meinung zum Thema mitteilt. Wünsche ich, ja, habe ich schon gesagt, schönen Abend, oder? Ja. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.